Hey Leute, wie ihr sicher wisst, zensiert YouTube regelmäßig meine Beiträge und das, obwohl ich schon seit über 10 Jahren auf dieser Plattform bin. Lasst uns daher verbunden bleiben. Im ersten Link der Videobeschreibung findet ihr meinen Telegram-Kanal. Wir leben in einer Zeit des Wandels. Krisen sind Nährboden für Veränderungen, vor allem für geplante Veränderungen. Diese Disruption der Systeme sorgt für ein allgemeines Auflockern der Starre und eine höhere Toleranz und Akzeptanz für neue Konzepte, die sich dann breitflächig installieren lassen. So haben wir in den letzten Videos bereits über Konzeptpapiere gesprochen, entweder von der WHO zur Gesundheitskrise oder von der Rockefeller Stiftung über die Zukunft der Gesellschaft. Diese Konzepte, die oftmals Jahre zuvor veröffentlicht wurden, finden dann mysteriöserweise ihren Weg in die Realität. Der Umbau der Gesellschaft ist also innerhalb einer Langzeitstrategie geplant und wird von verschiedensten Institutionen aus Wirtschaft, Politik und Kultur begleitet. Unter dem Deckmantel des Great Reset, beschleunigt durch die aktuelle Gesundheitskrise, wurde jedoch ein Schalter umgelegt. Die Zeitabschnitte der Veränderungen beträgt nun nicht mehr Jahre oder gar Jahrzehnte, sondern nur noch wenige Wochen bis Monate. Sie sind so schnell, dass ein allgemeines Adaptieren auf diese Veränderungen schwerfällt und oftmals unter dem Stichwort Sicherheit akzeptiert wird. Ein weiteres Konzeptpapier, was sich wunderbar in die Agenda der linkssozialen, fast schon kommunistischen Arbeit des Weltwirtschaftsforums einreiht, ist die Smart City Charter. Im Jahr 2017 gab das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit ein Konzeptpapier heraus, welches die digitale Zukunft in den Städten Deutschlands skizzierte. Es geht darum, die digitale Transformation in den Kommunen auf lokaler Ebene zu planen und umzusetzen. Jetzt erstaunt es bereits hier, dass Deutschland, der klare Verlierer der Digitalisierung, ein solches Konzept vorlegt, in dem die Möglichkeiten des Internets der Dinge beschrieben werden, während wir noch immer keinen breitflächigen Ausbau von Glasfaserkabeln haben. Auch die Energiewende und der Abbau der Reaktoren passt zwar in den grünen Kommunismus, aber nicht in die breitflächige Transformation der Digitalisierung. Erschreckender ist jedoch, dass wir in diesem Konzeptpapier kommunistisches Gedankengut finden, welches schon bald, angeblich innerhalb der nächsten 10 Jahre, installiert werden soll. Im Folgenden möchte ich die Kerngedanken des Konzeptpapiers vorstellen. Das ganze Dokument findet ihr übrigens auch in der Videobeschreibung, um euch selbst ein Bild davon zu machen. Noch eindeutiger sind die Konzepte, wenn ihr euch diese im Kontext des Great Reset und des linken Mainstreams anschaut, der europäisch verankert ist. Punkt 1: Super ressourceneffiziente Gesellschaft. Die Gesellschaft soll so optimiert werden, dass keine Gebäude mehr leer stehen. Ein edler Gedanke. Doch es heißt auch, dass Privateigentum nur geduldet wird, wenn dieser einen produktiven Mehrwert für die Gesellschaft hat. Stichwort Sharing Economy. Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit umfasst eben auch die Aufgabe des eigenen Besitzes. Mangel und Aufgabe von persönlicher Identität ist das neue grüne Lebensgefühl. Punkt 2: Postentscheidungsgesellschaft. Künstliche Intelligenz, die kommunal verankert wird, ersetzt die Entscheidungen des Individuums. Sie bestimmt, wann der Bus oder der Zug kommt, was der schnellste Weg von A nach B ist. Ein Geldbeutel oder der Schlüssel sind nicht mehr nötig. Die persönliche Entscheidungsfindung, das Kriterium des freien Willens, wird zur Auslaufware. Könnte nicht die künstliche Intelligenz auch die Wahlen bestimmen, im Sinne einer Optimierung? Es beginnt mit den alltäglichen Fragen und endet mit der Entscheidung über das eigene Lebensglück. Punkt 3: Posteigentumsgesellschaft. Eine Smart City, eine Stadt der Zukunft, vergleicht alle Abläufe der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens und strukturiert Angebot und Nachfrage. Die Informationsflut wird genutzt, um verfügbare Waren und Ressourcen aufzuteilen. Privater Besitz ist daher unnötig, da es suggerieren würde, dass die Informationen falsch wären. Es ist Luxus, der zusätzlich besteuert wird. Eine Währung wird ineffizient. Daten sind die Währung der Zukunft.
Hier haben wir auch ein besonders treffendes Zitat vom Weltwirtschaftsforum, das für das Jahr 2030 geplant ist. Du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein. Spinnen wir diesen Gedanken weiter, könnte ein Zukunftsszenario, in dem Ressourcen und Waren auf Grundlage von Informationen über die Konformität der eigenen Handlungen verteilt werden, durchaus realistisch sein. Somit nähert man sich dem sozialen Punktesystem an, welches in China bereits installiert ist. Punkt 4. Postmarktgesellschaft. Ein Markt, der von Nachfrage und Angebot bestimmt wird, ist veraltet. Es fehlt die Information, warum gekauft wird oder für welchen Zweck. Solche Informationen werden künftig gespeichert und verwaltet, um die Ströme der Waren zu regulieren. Ist ein Zweck nicht edel genug, nicht im Sinne der grünen ökologischen Ausrichtung, könnte die Verfügbarkeit ausgesetzt werden. Das Modell der Wahl wäre hierbei die Public-Private Partnerships, wie sie auch vom Weltwirtschaftsforum propagiert werden. Es handelt sich um staatsnahe Unternehmen, die subventioniert werden und eng mit dem Staat zusammenarbeiten. Andere Unternehmen, insbesondere Mittelständler, werden hierbei ausgeklammert. Die Arbeit verteilt sich auf die Massen der Arbeitnehmer und auf die großen Konzerne, die mit dem Staat zusammenarbeiten. In solch einem Falle wäre die Regulation des Marktes sehr einfach. Da jedoch Privatbesitz sowieso nicht mehr nötig ist, wäre ja auch das kein Problem. Auch die Währung als solche würde durch das digitale Geld, möglicherweise sogar digitale Informationen, gänzlich wegfallen. Punkt 5. Postenergiegesellschaft. Um ubiquitär genutzt zu werden, müssen Sensoren energieeffizient und energieautark sein. Wenn eine Datenrevolution stattfinden soll, muss Energy Harvesting, die Fähigkeit, Energie auf Makro-, Mikro- und Nanoskala zu generieren und zu speichern, Alltag werden. Zitat Ende. Mit der grünen Energiewende klingt das eher nach einem Märchen als nach realistischem Zukunftsszenario, insbesondere unter Anbetracht der riesigen Datenmengen und der immensen Umstrukturierung der urbanen Systeme durch die Digitalisierung. Punkt 6. Postwahlgesellschaft. Durch die Informationsflut werden wir genau wissen, was andere Menschen tun. Verhaltensbezogene Daten könnten die Demokratie als gesellschaftliches Feedbacksystem ersetzen. Es gibt keinen Bedarf mehr, Wahlen oder Abstimmungen durchzuführen. Das ist wohl der ultimative Traum für die Machthaber, die sich innerhalb der Demokratie sowieso schon lange von der Bevölkerung verabschiedet haben. Die Demokratie ist auf der Abschussliste und die Abschaffung der Grundrechte während der Gesundheitskrise könnte schon ein erster Schritt sein, um solche neuen Systeme zu installieren. Erschreckend ist dabei, dass ich dem Wortlaut des Dokuments treu geblieben bin. Ihr findet die Zusammenfassung der eben genannten 6 Punkte auf Seite 43 des Dokuments mit der Bezeichnung des hypervernetzten Planeten. Diese Hypervernetzung setzt voraus, dass wir die Zeit des Internet der Dinge überwinden und zur Zeit der Internet der Nicht-Dinge aufsteigen. So würde niemand mehr ein Smartphone benötigen, weil die digitalen Systeme schon überall eingebaut sind. Wir sind auch ohne Smartphone vernetzt, egal wo wir uns befinden. Das ist ein eindeutiges Konzept des Transhumanismus, der nun auch lokal in Form der Smart Cities verankert werden soll. Alles laut dieser Smart City Charter. Verschiedene Doktoren und Sprecher stellen im Dokument dann ihre Prognosen für Big Data im Jahr 2040 vor. Entweder leben wir in einer Schattenwirtschaft, unterwerfen uns den Algorithmen und lassen uns von den bösen Mächten steuern. Oder wir steuern einer Weiterentwicklung der Gesellschaft, Wirtschaft und Politik zu und beginnen bereits jetzt die Digitalisierung in alle Bereiche des öffentlichen Lebens einfließen zu lassen. So die Wissenschaftler. Utopie versus Dystopie. Mein Vorschlag wäre ein dritter Weg, nämlich das freie Internet, die Möglichkeit der freien Meinungsäußerung in einer direkten Demokratie und eine weiterhin wirkende Privatisierung der Daten in einer freien Marktwirtschaft, die sich selbst reguliert, anstatt planwirtschaftlich gelenkt zu werden. Nun liegt es aber mal an uns, diese Konzepte zu erkennen und in den täglich auf uns einprasselnden Medien zu entlarven. Wie steht ihr zu den Smart Cities? Utopie oder Dystopie? Cyberpunk oder Zukunft?
Was sind die Chancen, was sind die Risiken? Abonniert den Kanal, wenn es euch gefallen hat und bewertet gerne das Video positiv. Vergesst nicht, mir auch auf Telegram zu folgen. Bis zum nächsten Video und bleibt vorsichtig.